Entering at Hell's Gate. Mal schauen. You sneak into the castle foothold and climb the giant tower. Du schleichst dich in das... Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was Foothold heißt. Man schleicht sich auf jeden Fall ins Schloss. Mehr muss man nicht wissen. Und er klettert den gigantischen Turm. After you kill the giant cyber demon guardian, you cross the bridge and reach the upper part of hell. Nachdem man den gigantischen cyber demon wächter getötet hat, überquert man die Brücke und erreicht den oberen Teil der Hölle. The army is left behind at the foothold fighting against enemy reinforcements. Ach so, ah ja, okay, die Armee ist wurde zurückgelassen am Tor und kämpft gegen die Verstärkung der Gegner. You proceed alone, as a marine would draw much less attention from demons. They would focus all their forces on fighting the marine setting up a camp near the portal. Hä? Der hat sich ein bisschen komisch angehört, der Satz, oder? Also, wir gehen alleine weiter. Als ein Marine zieht man sehr viel weniger Aufmerksamkeit der Dämonen auf sich. Weil sie ihre Mächte oder ihre Kampfkräfte eher, ja doch, auf die Marines, die dort ein Lager aufschlagen, fokussieren und also ein Lager in der Nähe des Portals. Ja, genau. Man zieht weniger Aufmerksamkeit auf sich, weil die Dämonen damit beschäftigt sind, die Marines zu bekämpfen, die das Lager aufschlagen in der Nähe des Portals. So. Kann mir auch egal sein, ich will eigentlich nur so viel wie möglich töten und dann... Ja, dann, das ist eigentlich schon alles. So, wir haben 128 Gegner, 5 Secrets. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein etwas reguläreres, nennen wir es mal, Level. Die anderen waren ja jetzt schon mehr so geradlinig, nicht wahr? Aber ja, das hier fühlt sich jetzt auf jeden Fall an, wie als wäre es jetzt mehr so ein Level, wie man es halt kennt. Ne? Ein paar Secrets, eventuell verzwicktere Räume. Die Gegner, die viel zu viele Feuerbälle werfen. Und deshalb jetzt eindeutig ein bisschen... Oh Mann, da trifft der Raketenwerfer nicht so gut. Na? So, wenn ich Granaten habe, dann kriegt ihr die sowas von reingeschmissen. Sehr schön. Mann! Schon wieder einer. Wo kommt die alle her? Nee, warte mal, die hat gar nicht getroffen. So, das hat getroffen. Ah nee, warte, die können da durchlaufen. Ah, jetzt. So, nun, jetzt habe ich schon ein paar... gekillt auf jeden Fall, sogar ein ganz ordentliches Stück an Gegnern, das nicht mehr lebt. Wie schade für die, wie toll für mich. Jetzt mal sehen. Wir können hier nichts mehr machen, aber wir können hier mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nach oben springen. Dann hier rein. Oh lol. Habe ich den einen Pinky, warte. Der ist von der Explosion da hochgeflogen. So. Das ist ja kein Problem, wenn ihr da einfach nur so steht, dann macht ihr ja nichts. So, jetzt mal gucken, kommen wir hier irgendwie hoch oder so? Ich meine, wenn es 5 Secrets hat, kann es sehr gut sein, dass die hier schon sind. Oder zumindest, also zumindest vielleicht 1 oder so. Okay, hier hätte ich jetzt vielleicht sogar ein Secret erwartet, aber ne. Und weiter komme ich nicht. Glaube ich zumindest. Nee,
selbst mit dem Strafe und Kicksprung, also da wird es nix, da komme ich nirgendwo mehr hin. Hier sind nur die Aufzüge beide Male und dahinter auch nichts irgendwie. Ich meine, ist ja eigentlich auch ein cooler Ort, Sachen zu verstecken hinter so einem Aufzug. Dann geht's jetzt mal ganz regulär einfach. So. Okay, mal sehen. Nehmen wir uns den hier, der hier könnte... Ah, verdammt, nicht erwischt. Aber... Oh lol, danke, dann passt das ja wieder. Ja, aber der hätte genervt, wenn ich gegen die Cargo-Demons kämpfe. Und der hier natürlich äquivalent stark wie der andere. Deswegen ist er auch direkt umgebracht worden, gerade von mir. Damit ich die ganz einfach bekämpfen kann, ohne dass irgendjemand stört. Sehr schön. Wunderbar, es läuft sehr, sehr gut. Es läuft sogar exzellent, würde ich sagen. So, ganz einfach. Kommt mal alle her. Ich bin hier. Mann, das sind viele Pinkies hier. Meine Schrotflintmunition geht so langsam wieder. Oh je, die haben gar keine Geräusche gemacht. Hat es ein bisschen Schaden gemacht, wenigstens. Die sind alle auf die gleiche Weise verrecken. Hey, die machen echt keine Geräusche, wenn die brüllen, ist das ein Bug. Naja, so schlimm ist es ja letztendlich auch. Lol, guckt euch das Opfer an, ey. Was ein Opfer. Ist da einfach drin gefangen. Ein wahrer Marine würde lieber sterben, als sich versklaven lassen von den Mächten der Hölle. Oh, hallo. War klar. Ja, dass ich da noch nicht durchschießen kann. Jedenfalls... Da geht's schon durch zu schießen, oder nicht? Da würde ich gerne hin. Und da geht's da durch oder so? Kann ich da irgendwas machen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Naja, ich gehe jetzt erstmal da lang. Na, sehr schön. Hallo. Lautlos Gegner. Sehr schön. Habe ich den erwischt? Nee, der... Oh, aua. Plasmagun tut hier weh auf naher Entfernung. Vergesse ich hin und wieder. Und... Das ist nicht so gut. Weil Schmerzen, die mir zugefügt werden können, vergessen. Nicht sehr gut. Ich denke mal, man soll... Keine Ahnung, soll man hier durch? Ich will das jetzt nicht aufnehmen, das lohnt sich aber nicht. Ach komm, ich muss wahrscheinlich. Hier. Ganz einfach. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Wunderbar. So. Die hier schnell durchladen. Dann kommt ihr mal her. Oder auch nicht. Dann bleibt da hinten und sterbt da. Das ist mir egal, wo ihr letztendlich sterbt. Ist ja eure letzte Ruhestätte, mehr oder weniger. Wenn man das Ruhestätte nennen kann, glaube ich. Jetzt aber eher nicht, aber naja. Ich verurteile nicht. Wenn ihr dort sterben wollt... Es soll mir recht sein. Oh lol. Nee. Das war mir zu plötzlich. Ich will hier noch, ich war ja noch nicht da mal überall. Das. Nee. Da wird noch ein bisschen sich umgeschaut. Ich meine, hallo? Wo sind wir denn hier?
Zuerst mal, hier geht's noch lang. Hier haben wir zum Beispiel schon mal ein Secret, was doch schon mal schön ist. Ja, wir können hier einmal komplett rum. Ich nehme mal an, da hinten können wir auch hin. Ich speichere aber nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie, wann da mal eine unsichtbare Wand ist oder so. So. Oder wann man einen Sprung verkackt. Kann auch immer mal wieder passieren. Sehr schön. Aua. Ich habe Schaden gekriegt. Das tat weh. Sehr weh. So. Ja, guck mal hier. Die habe ich noch nicht einmal rausgelassen. Wie geht denn das? Ich habe hier noch so viele Gegner. Es hat sich noch nicht einmal ansatzweise angefühlt, wie als wäre ich schon am Levelende. Das kam so überraschend. Jetzt will ich was probieren. Ja, man kommt hier hoch und kommt mal hier rüber. Yes, und jetzt kommt man auch hier rüber. Nein, kommt man nicht. Verdammt. Aber man kommt hier immerhin rüber. Es ist doch auch was. Ich gebe mich auch mit weniger zufrieden. So, die Waffen sind alle durchgeladen. Das ist eine schöne Sache. Achso, ja, das ist jetzt natürlich logischerweise auch eine Anspielung auf das Level, also auf E3M1. Ganz klar. Oh lol, wo kommst denn du her? Ja genau, hier hinten war ich gar nicht. Das ist ja unglaublich. Ich meine wenigstens... Okay. Rein theoretisch kann man das andere Level, ne? Ja, 3M1 kann man auch abschließen, glaube ich, ohne... da bei den... Ja, okay, aber im E3, M1 sind halt bei weitem weniger Gegner und da sind, glaube ich, sogar nur 3 Imps, die da bei der Schrotflinte sind. Also so einiges weniger, was man verpasst, wie hier jetzt. Trotzdem cool, dass sie jetzt irgendwie so eine Mischung aus Doom 2 und Doom 1 Levels, die halt total neu interpretiert haben. Es ist schon... Es ist halt einfach geil. Man kann da einfach nichts anderes sagen, glaube ich. Ich meine, als ob da jetzt jemand sich denken würde, Alter, die Maps sind voll scheiße. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde die... Also ich persönlich finde sie richtig mega. Ganz einfach. Das sieht aus wie ein Aufzug und... aber da der führt er ja dann irgendwo hin, wirklich. Wenn man da oben ist und dann... Naja, ist eigentlich auch egal. Uns fehlt nur noch ein Secret, aber noch so viele Gegner. Habe jetzt irgendwas gedrückt oder so? Ich speichere mal schnell. Da kam irgendwie gerade so ein Geräusch. Oh je, Schmerz. Ah ja, hier guck mal, da sind doch noch Gegner. So, haben wir hier noch ein bisschen. Und dann haben wir da oben auch noch einen Kollegen, der sich verabschieden möchte. Ich würde ja jetzt sagen, den habe ich in die Hölle geschickt, aber da sind wir bereits. Das ist die Frage, wo habe ich ihn jetzt hingeschickt? Das würde mich mal interessieren, ich meine. Es wäre mal interessant, das so rauszufinden, ne? Ich meine. Wir sind hier. Der Typ ist in der Hölle. Er stirbt. War offensichtlich nicht nett. Heißt, er müsste eigentlich, also, es ist komisch, ne? Wie zur Hölle geht es eigentlich, dass Dämonen in der Hölle sterben können? Okay, ich hätte jetzt irgendwie erwartet. Oh, lol. Oh, what the? So. Jetzt ging's aber los hier. Warum sind die jetzt hier alle? Erstens mal kann man jetzt rein. Ja, okay, ich denke mal, da wurde noch. Oder hier hat man halt irgendwie noch Texturen falsch hingelegt. So. Nehmen wir den halt mit, wenn der unbedingt möchte. Ich denke mal, er will ja nicht krepieren.
Aber ja, ich denke einfach mal, da hat man hier ein bisschen noch was, ne, ein bisschen gepatzt. Dass die nicht richtig hochgefahren sind, das kann ja passieren, ist ja nicht so schlimm. Es führt einen halt ein bisschen in die Irre. Weil man denkt sich halt, dass man da jetzt nicht rein kann, aber eigentlich kann man rein. Ja. Ist halt ein bisschen doof, aber naja, was soll man machen? So. Jetzt waren wir eigentlich überall. Wir haben jetzt die, ne, wir haben jetzt, alle Gegner gekillt. Die Stelle erinnert mich irgendwie ein bisschen an Shadow Warrior. Da gab es auch irgendwie ein Level, wo man so um den Tempel rumhüpfen musste. Aber jetzt lohnt es sich endlich mal auch das Level zu verlassen. Also das davor, das war ja, da habe ich ja die Hälfte verpasst fast. Also das wäre ja mal gar nicht gegangen. So, wunderbar, 100 Kills, 100 Items, ein Secret fehlt. Kann man nichts machen, ist ja nicht schlimm. Dass ich 4 Secrets gefunden habe von 5, ist sowieso schon für meine Verhältnisse sehr beeindruckend. Also läuft doch alles. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.